Halli, hallo, hallöchen, liebe BürgerInnen und Außen der Spielstadt Simsalon. Nach zwei freudlosen Jahren ohne Simsalon öffnete die Spielstadt am heutigen Tag ihre Tore. Schon seit vielen Wochen wird fleißig gearbeitet, denn bis alles so aussieht wie jetzt, gab es eine ganze Menge zu tun. Und heute Morgen ging es für 480 Kinder und 150 Betriebsberater endlich los. Ein paar Bilder von der Vorbereitung, dem Aufbau und des heutigen Tages seht ihr jetzt. Das sah ja nach ganz schön viel Arbeit aus. Und ganz schön viel Arbeit hatte heute auch die Mitarbeitenden des Betriebs Architektur und Bau. Unsere Außenreporterinnen Selina und Jasmin waren live für euch dabei. Wir stehen hier gerade vor der Kinderspielstadt Simsalon. Das wunderschöne Schild wurde von Architektur und Bau errichtet. Vielen Dank an euch. Das aber leider jedes Jahr ein bisschen schief hängt. Ciao. Und nun zu den Top News. Im wahrsten Sinne des Wortes New sind nämlich die neuen Betriebe im Simsalon, welche wir euch jetzt vorstellen wollen. Hallo, ich bin Emilia und ich stehe hier gerade vor der Spielewelt und ich interviewe heute Julian. Julian, was macht man in der Spielewelt? Wir verstecken halt viele Sachen und die soll man suchen. Und wer es findet, kriegt einen Zettel und das ist eine Belohnung. Ein gratis Bar oder so. Okay, danke, dass ich dich interviewen durfte und danke schön. Wir stehen hier in der Weberei mit Emma. Was macht ihr hier? Ist es einfach oder schwer? Also wenn man es kann, dann ist es einfach. Also ja, und wenn man es nicht kann, ist es halt manchmal ein bisschen schwierig. Ich stehe hier gerade vor der Siebdruckerei mit Elina oder? Und Lilia. Was macht man in der Siebdruckerei? Also man kann T-Shirts und Taschen bedrucken. Oder bedrucken lassen. Man kann auch selber T-Shirts herbringen und dann bedrucken lassen und dann nur den Druck bezahlen. Also hier ist mal ein Beispiel für eine Federmappe. Die T-Shirts kosten 10 Euro, die Stiftehalter mit dem Aufdruck kosten 8 Simsas und das Mäppchen, so eins, kostet 7 Simsas. Danke, dass ihr mir die Siebdruckerei vorgestellt habt. Dankeschön. Wir sind hier in der Drogerie mit Nevena.
Was macht ihr hier so? Also, wir machen so Creme, Labellos und ja. Wir haben also so welche Zitronen-Drink gemacht und das kann man sich so auf die Hand machen, dann mit warmem Wasser wieder abspülen und dann sind halt die Hände weich. Ja, das haben wir bis jetzt gemacht. Dankeschön. Hallo, wir sind hier im Simsalon vor dem Kekshäuschen mit Ida, Vida, Emilia. Was macht ihr hier so? Also wir machen aus so Keksen so kleine Häuschen und dekorieren die dann noch. Macht es euch auch Spaß? Ja, es macht uns ein bisschen Spaß und dann verkaufen wir das auch noch. Es macht schon Spaß, weil man das Ganze eben noch, auch noch dekorieren kann. Ja, sehr, weil man kann dann halt seine selbst entscheiden, wie sie aussehen und so, und das gefällt mir. Okay, tschüss. Ich bin hier bei der Serie und ich wollte euch gerade fragen, was ihr hier so macht. Wir sind von SimTV-Serie und wir tun so kleine Serien, die nach der Werbung dann... Abends laufen. Ja, die laufen dann jeden Tag abends einen Ausschnitt und dann am Ende der Woche kommt die ganze Serie. Danke, dass ihr mir darüber berichtet habt. Mit wem sind wir hier? Maxim. Und was macht man hier? Wir tun hier Kabel verlegen in verschiedene, zum Beispiel beispielsweise Feuerwehr oder hier das Krankenhaus, wo wir haben. Und genau, ja. Okay, dankeschön. Die Außenreporterinnen Selina und Jasmin haben eine kleine Umfrage für euch gemacht. Die seht ihr jetzt. Hallo, was macht euch denn Spaß an Simsalon? Ich finde cool, dass man auch mal sozusagen machen kann, was die Erwachsenen immer sonst machen. Also ich finde es halt cool, dass man so verschiedene Jobs ausprobieren kann, so was einem so gefällt und so. Ja, ich finde es auch cool, dass man so viel Auswahl hat an Jobs, die man machen kann. Hallo, was ist deine Aufgabe bei Simsalon? Ich bin Teil der Spielleitung und versuche, dass dieses Durcheinander irgendwie für alle erfassbar ist. Hallo, wie heißt du denn? Ich heiße Emma. Und wie gefällt es dir hier? Ziemlich gut. Warum? Ich finde es halt ganz cool, dass wir den ganzen Tag so arbeiten dürfen. Ja, ich auch. Dass hier viele Kinder sind und es einfach Spaß macht, wie, dass man erwachsen sein kann und so. Auch, dass man einfach erwachsen sein kann und man einfach mal wissen kann, wie es als Erwachsener ist. Was ist Ihre Aufgabe im Simsalon? Ich spüle hier nach dem Mittagessen vor allen Dingen die ganzen Teller von euch Kindern und von den Betreuern. Okay. Ich bin Betriebsberater bei der Bank mit drei anderen Betriebsberatern. Und die Bank, die löst vor allem die Lohnchecks ein und kümmert sich um die Konten von den Betrieben. Ich bin Betriebsberater bei der Elektrowerkstatt. Cool. Was macht dir Spaß an Simsalon? Der Umgang mit den Kindern, der Umgang mit den anderen Mitarbeitern. Also ist ganz toll hier. Elise, was darf denn bei jeder Spielstadt nicht fehlen? Eine Grußbox. Genau. Ihr kennt sie noch nicht? Hier seht ihr ein paar Ausschnitte der Grußbox von vor 2 Jahren. Hallo, ich grüße die Bank, die Iris von der Küche und das war's. Darf ich jetzt? Wir grüßen das ganze Team von SimTV. Ich grüße meine Hasen. Darf ich jetzt? Ich grüße meine Mutti, meinen Vati und meine Schwester. Darf ich jetzt? Jetzt darfst du. Ich grüße Sophia, Marco, Nico, Kian, Lea. Ich grüße meinen Bruder, meine Familie und allen Betriebsleiter und Leiterinnen. Hallo, hier ist Luna. Hallo, hier ist Luna. Und Sonja. Wir grüßen Nils, Julian, Jari, Linus, Ruben. Ja, okay. Ich grüße Lennart, Sebastian, Linus, Ruben, Felix. Ich grüße. Ich grüße meine Oma und deine Oma. Die Burger und die Arbeit macht uns Spaß. Ich grüße meinen Bommelfreund Hannes. Bommelbibelbo. Läuft? Perfekt. Eine riesengroße Bäckerei in der Weihnachtsbäckerei. Hey, hey, in der Weihnachtsbäckerei. Ich grüße meinen Freund Sebi, denn egal, einfach so. Ich grüße meinen Freund Sebi einfach. Okay, ciao.
Ich grüße Philipp, Moritz, Julia, Mo, Marius, Erik, Karim, Fares, Matteo, Felix, Maja, Hans, Peter, Tim, Timo, Ben, Gedo, Ruben. Also ich grüße meinen ehemaligen Arbeitskollegen, den André. André, ich vermisse dich. Ich hätte dich gern wieder. Wäre super, wenn du wieder kommst. Ich grüße all meine Freunde, alle aus meiner Familie und alle Mütter einfach, ja. So, hallo, ich würde gerne einen Gruß ausrichten an meinen Kater Maxi, der heute Morgen noch geschlafen hat, wo ich aufgestanden bin und hoffentlich jetzt seinen Futternapf gefunden. Tschüss! Das sieht ja sehr cool aus. Probiert das unbedingt aus und kommt vorbei. Wo und wann erfahrt ihr morgen. Aber gewöhnt euch nicht an die Grußbox. Für die nächsten Tage lassen wir uns immer ein anderes Motto für die Box einfallen. Eine Mottobox quasi. Lasst euch überraschen. Und wie läuft die Wahl morgen? Also erstmal ist es ja so, dass es sich heute schon ganz, ganz viele gemeldet haben, die gerne Bürgermeister oder Minister werden würden. Und die stellen sich heute Abend vor, die stellen sich morgen vor. Und morgen läuft es dann vor allem so ab, dass um 15 Uhr ihr alle auf dem Marktplatz zusammenkommt. Und dann halten die Kandidierenden, die halten dann Reden und dann könnt ihr nochmal schauen und überlegen, ob die was sagen und was vorschlagen, was umsetzen wollen, was euch gefällt und könnt überlegen, wen ihr wählen wollt. Und dann geht ihr in die Betriebe zurück und dort könnt ihr wählen. Und alle, die arbeitslos sind, die wählen auf dem Marktplatz. Und wann wird die Decke repariert? Welche Decke? Ja, gute Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob die repariert werden soll. Dankeschön. Vor der Werbung noch eine kurze Eilmeldung. Heute gab es den ersten Brand. Gebrannt hat es in der Post. Die Feuerwehr und die Rettungssanitäter waren direkt zur Stelle. Und es gab dadurch glücklicherweise keine Schwerverletzten. Und macht euch keine Sorgen. Eure Briefe kommen trotzdem gut an. Wir waren ebenfalls direkt zur Stelle und haben hier die Brand aktuellen Bilder. Jetzt gibt es eine kurze Werbepause. Oh, oh, oh. Werbung! Die besten Buttons im Simsalon nur bei eurem Fotografen. Und falls ihr euch fragt, was es morgen zu essen gibt und was das Wetter morgen für uns bereithält, unsere Außenreporterinnen haben sich da etwas schlau gemacht und verraten es euch jetzt. Hallo, was ist deine Aufgabe hier und was gibt es morgen zum Essen? Ja, durch die zweite Frage haben wir fast die erste beantwortet. Meine Aufgabe ist, dass wir hier nach dem Essen gucken, damit dann alle Teilnehmer, Betreuer und Ehrenamtliche, die hier sind den ganzen Tag, was zum Essen kriegen. Und morgen gibt es gemischten Braten mit Knödel und Gemüse. Das hört sich auf jeden Fall lecker an und Happy Birthday an Iris und an alle, die heute Geburtstag haben. Und jetzt zurück ins Studio. Tschüss. Hallo, ich bin Julina und werde euch das Wetter für den kommenden Sonntag nennen. Die Höchsttemperaturen betragen 18 Grad und der Wind wird bis zu 12 km/h schnell. Wie ihr seht, steht der Herbst vor der Tür und die letzten Sonnenstrahlen zeigen sich. Genießt das schöne Wetter noch, solange es so warm ist. Ja, und jetzt zurück ins Studio. Tschüss. Gute Aussichten für morgen. Wir verabschieden uns für heute und geben ab an die Kollegen von SimTV-Serie. Ja, ihr habt richtig gehört.
Nach einer Serienpause letztes im Salon geht es nun endlich wieder los. Wir haben uns schon umgehört und dürfen euch nur so viel verraten. Es wird spannend und actionreich. Lassen wir uns überraschen. Viel Spaß und bis morgen. Einmal zwei Chips. Danke. Danke. Mmh, lecker! Ja, vor allem diese Chips hier. Sag mal, Emma, wie viel Geld haben wir eigentlich noch? Warte, ich zähl. 15? Hä? An diesem Geldschein ist irgendetwas merkwürdig. Gib mal her. Hä? Guck mal, das ist Falschgeld. Daran liegt's. Hä? Jetzt kann doch von dem Waffenstand vorhin sein. Ja, jetzt an der Bar. Ja, komm, lass uns herausfinden. Okay.